Hallöchen Leute, gleich geht's los. Gleich starten wir mit Dragon Age 2. Wir wollen das Finale heute machen. Können wir anfangen, oder? So. Los geht's. Wir hatten eigentlich nur noch Varric zu machen. Und ich habe ja gesagt, dass wir, wenn ihr wollt, können wir noch den einen DLC machen, Verdammnis. Also die Quest, während wir jetzt Varric machen, da könnt ihr euch das überlegen. Ansonsten lassen wir das aus. Könnt immer noch schreien. Ja, doch, 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 das wollen wir. So, mal gucken, ob es laut genug ist. Wenn wir mal mit irgendeinem reden. Man merkt nicht einmal, dass die kleine Orana hier ist. Sie ist so still. Müsste passen vom Ton her, oder? Nach Zimtbrötchen. Selbst nach all diesen Jahren weigert sie sich noch, nach draußen zu gehen. Das ist wirklich zu schade. Okay. Ah. Na, Muckili. Hier, mein Junge. Ich habe hier was, woran du deine Zähne wetzen kannst. Frisch konfiszierter Hammel, nur für dich. Lass es dir schmecken. Ich wollte nur mal sehen, wie es meinem besten Gardisten geht. Er hilft den Männern, einen gesunden Respekt zu entwickeln. Und sie lernen, wie man wegrennt. Naja, gut, wenn die Gardisten lernen, wie man wegrennt, kann ja nichts Schlechtes sein, oder? So, dann wollen wir mal zu Varric. Nehmen wir den mit. Und nehmen wir die beiden mit. Dann schauen wir mal, was er uns zu erzählen hat. Okay. Machen wir das mal so. Was haben wir denn hier noch? Den Passiven damit. Nee, das wollen wir nicht. So. Achso, er steht ja schon neben uns. Dann können wir auch gleich reden. Hättet ihr eine Minute, Hawk? Ich weiß, das ist eine alte Geschichte, aber erinnert ihr euch an das Haus in der Oberstadt, in dem sich Bartrand verbarrikadiert hatte? Bartrand hat jetzt, wo er im Sanatorium ist, keine rechte Verwendung mehr dafür. Also habe ich versucht, es zu verkaufen. Oh, na, das könnte schwierig werden. Ich nehme an, es gibt nicht besonders viele Interessenten dafür. Nein. Es gibt tatsächlich nur äußerst wenige Leute, die sich für teure Häuser in der Oberstadt interessieren, an denen Blut klebt. Ich habe in Rivain einen niedrigeren Adligen gefunden, der es ungesehen gekauft hat. Aber jetzt gibt es leider ein Problem. Der Käufer behauptet, in dem Haus spuke es. Jeder, der die Geschichte des Hauses kennt, würde sämtliche nächtlichen Geräusche Geistern zuschreiben. Ich habe es möglicherweise versäumt, dem Käufer gegenüber die bewegte Geschichte des Anwesens zu erzählen. Na prima. Es gab wohl einige kleinere Problemchen. Flüsternde Stimmen in den Wänden, Erscheinungen, Dinge, die sich von allein bewegt haben. Ich hoffe, die Ursache ist ein Relikt, das Bartrand aus den tiefen Wegen mitgebracht hat. Wir zerstören es und schon ist der Spukgeschichte. Wofür braucht ihr mich? Was, wenn das nicht hilft? Ich bin zwar keine Expertin, was Spukhäuser angeht, aber was tun wir, wenn das Zerstören von Dingen das Problem nicht löst? Ah, das ist dann der Moment, in dem es kompliziert wird. Ihr hattet in eurer Familie mit Magie zu tun, Hawk. Ihr müsst doch Erfahrung im Umgang mit komischen Dingen haben. Na prima. Ich bin mir sicher, euch fällt schon etwas ein, was uns hilft. Na gut. Na schön. Untersuchen wir das Anwesen. Mal wieder. Danke, Hawk. Ich wusste, ihr würdet mich nicht hängen lassen. Na, niemals machen wir das, ne? So.
sonst haben wir eigentlich auch nichts zu tun, ne? Ja, das machen wir danach. Gamlin haben wir gesagt, machen wir nicht. Und das sind ja die anderen zwei. Das lassen wir auch. So, Varric. Dann wollen wir mal, oder? Wo sind wir denn jetzt? Wir stehen schon wieder in deinem Kämmerchen hier oben. Sage mal. Madame Isabella. Mal gucken, ob die unser Armband noch, ob die das Band noch trägt. Ja. Sehr schön. Gut. Hallöchen, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Ich habe dich online auch lang nicht gesehen, oder ist es mir bloß nicht aufgefallen? Ja, im Moment spiele ich so 14 bis 17 Uhr. Hupala. Hallo, hallo. Maus, 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 Maus. No. Aber wie gesagt, ich habe dich irgendwie schon länger nicht mehr gesehen. Oder habe ich dich auch immer verpasst? Upf. Ja, sage mal, ich habe gestern irgendwas mit der Maus gemacht. Die dreht durch. Herrschaftszeiten, mir wird es ganz schwindelig. Alles klar, okay. Ups. So, dann wollen wir das mal untersuchen. Die Maus ist aber sehr empfindlich heute. Was ist denn hier los? Maus. Mal in das Spukhaus gehen hier. Sag mal, was ist denn da heute los? Mir wird es ganz schwindelig. Vor lauter. Ist das etwa Musik? Wo kommt sie her? Ich höre überhaupt nichts. Das ist gruselig. Etwas in diesem Haus findet keine Ruhe. Okay, da ist zu. Der Käufer hat wohl keine Scherze gemacht. Hier ist Magie am Werk. Okay. Wo kommt diese Stimme her? Welche Stimme? Ich wollte gerade sagen, Varric, was hörst du denn? Ich höre überhaupt nichts. Was bloß, dass meine Maus heute völlig rumtickt hier. Ich kann sie kaum hören. Ich wünschte, ich könnte die Worte verstehen. So, alles ist zu hier. Was ist denn los? In etwa 10 Sekunden werde ich einfach alles in meinem Sichtfeld vernichten. Wir nähern uns. Ich kann es spüren, Hawk. Ist auch zu. Na, dann nehmen wir halt die letzte Tür. Seht euch das an. Der ganze Plunder meines Bruders ist hier. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber Bartrand war ziemlich sentimental. Das hier stammt aus unserem Anwesen in Orsamar. Als ich 7 war, habe ich einen der Teller unserer Mutter fallen lassen.
Mein Bruder hat mich darauf hinein. Das war die Arbeit der Kunsthandwerker des Hauses Saldras. Der Ton stammte aus dem Aedros-Atuna-Fluss, der niemals die Sonne gesehen hat. Ah! Okay. Er war wütend wegen einem Stück Geschirr? Ich glaube, für Bartrand war es nicht einfach nur Geschirr. Für ihn stand dieser dämliche Teller für die gesamte Stadt Orsama. Irgendwie ist meine E-Dampfe kaputt, das ist ja nicht witzig. Tja, Varric, gibt es jetzt was zu holen? Die Kiste mit Müll wahrscheinlich. Ein verzauberter Stab. Na gut, dann gehen wir halt. Gesegnete Andraste. Das wird nicht durch irgendein beliebiges Artefakt hervorgerufen. Der Götze ist immer noch im Haus, Hawk. So muss es sein. Hm. Kann doch nicht sein, dass das Ding jetzt kaputt ist. Gibt's doch nicht. Eine Sekunde bitte. Wir lassen das Spukhaus mal Spukhaus sein. Es zickt auch schon wieder rum. Na gut, dann dampfen wir halt jetzt erstmal nicht und machen hier das Finale. Ach, auf einmal sind die Türen offen. Hier gibt's doch nichts. Okay. Sehr einladend. Die ist noch zu. Aua! Was das hier auch ist. Es ist wütend. Du hast es ja nicht abgekriegt. Ich hab's abgekriegt. Okay. Da ist auch noch auf. Da sind wir doch gerade hergekommen. Das ist doch der Ausgang. Aha. Was war das? Sagt mir, dass ihr das gehört habt, Hawk. Mhm. Das habe ich. Wisst ihr, jetzt fühle ich mich auch nicht besser. Ich mich auch nicht. Oh, Kiste. Das müsste es gewesen sein. Das ist nicht... Da ist zu. Okay. Seid ihr real? Ihr müsst hier raus, bevor es zurückkommt. Was denn? Wo ist der Götze? Welcher Götze? Verschwendet meine Zeit nicht mit euren Lügen. Sagt mir, wo er ist. Beruhig dich. Beruhigt euch, Varric. Sie erzählt uns doch schon, was sie kann. Sie verbirgt etwas, Hawk. Lügt mich nicht an. Ich weiß, dass er hier ist. Ihr müsst ihn gefunden haben. Ich schwöre, ich weiß nichts über einen Götzen. Bitte. Erbauer, nein, es fängt wieder an. Oh oh. Na prima. Der sieht nicht freundlich aus. Puh. Nein, 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 nein. Ups. Mach hier mal irgendwas, ihr Mädchen.
Wo ist er denn? Ja, klar. Ein paar Dämonen. Hallo. Einer weniger, der uns Probleme macht. Das reicht jetzt. Das ist ein Tod. Ich erledige das. Ja, dann mach mal. Interessante Taktik. Wir wollen den bloß töten. Oh mein Gott, ich habe keine Fähigkeiten mehr. Gute Arbeit. Was denn jetzt? Ja, klar. Hup. So. Bitte sterben Sie jetzt. Hupala, ach, da ist er wieder. So, jetzt aber, komm. Ein interessantes Stirb. Hau einfach drauf, Fenris, und red nicht so viel. Ich habe keine Ausdauer mehr, ich habe gar nichts mehr. Eieieiei. Das ist ein Stück von dem Götzen. Ich hätte wissen müssen, dass Bartrand mich belügt. Natürlich hat er ein Stück der Statue für sich behalten. Stellt euch vor, was wir damit tun könnten. Varric? Seit wir hier sind, benehmt ihr euch seltsam, Varric. Ich glaube nicht, dass ihr dieses Bruchstück behalten solltet. Ich weiß, ihr macht euch nur Sorgen um mich, Hawk. Aber ich kann dieses Ding kontrollieren. Das ist ja nicht der ganze Götze, sondern nur ein Splitter. Ich brauche dieses Ding. Das alles hat mich 6 Jahre meines Lebens gekostet. Das Bruchstück ist meine einzige Hoffnung, Bartrand heilen zu können. Es ist meine einzige Chance, irgendetwas von dem hier wieder gut zu machen. Oh, wer ist los? Spinnst du? Hört euch doch mal selbst reden, Varric. Das Ding kontrolliert euch bereits. Ihr müsst euch davon trennen. Ihr hört mir einfach nicht zu, Hawk. Ich weiß, dass ich dieses Bruchstück kontrollieren kann. Ich mache mir langsam Sorgen, Varric. Ihr klingt mittlerweile schon genau wie Bartrand. Na schön. Ich habe ohnehin keine Lust, mich deshalb mit euch zu streiten. Na Gott sei Dank, ich Nehmt auch das nicht. Das Ding, es ist jetzt euer Problem. Vielleicht kann euch ja der Verzauberung, Junge, helfen, es loszuwerden. Gehen wir. Ich brauche dringend frische Luft. Na gut. Können wir den nur looten? Na klar. Felsgurt. 8 Tapferkeit, 1 Rüstung. Oh, nicht so schlecht. Aber ey, da oben war noch eine verschlossene Tür. Das ist bestimmt noch eine Kiste. Hallo. Sag mal, was ist denn hier heute los mit der Maus? Gehen wir erstmal nochmal da reingucken, ob es da noch was ist. Nee. Da haben wir noch eine Kiste. Das war. Ich hätte gedacht, dass hier so ein Ding ist für Varric noch ein Ruhmfeld oder irgendwas. Na gut. Kurz und schmerzlos. Ah ja, hier geht's in die Oberstadt. Aha, Sandel. Okay. Zur Lehre da. Ich streife nicht besonders oft durch die Oberstadt. Irgendwie falle ich hier auf. Ist das ein Wunder? Du hast ein riesen Schwert auf dem Puckel. So, gehen wir mal schnell. Gucken, ob Sandel was daraus basteln kann. Und dann wären wir bereit fürs Finale. Kurz und knackig hier heute. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Na, das weiß ich noch nicht. Darf ich euch sagen, wie dankbar ich euch dafür bin, dass ihr Sandel erlaubt, hier zu bleiben? Gut. Er scheint wirklich glücklich zu sein. So, gucken wir mal. Könnt ihr das hier vielleicht bearbeiten, Sandel? Ist das Lyrium? Etwas derartiges habe ich noch nie zuvor gesehen. Es ist gefährlich. Varric dachte, Sandel könnte es vielleicht vernichten.
Ich bin mir sicher, mein Junge weiß etwas Besseres damit anzufangen. Verzauberung! Mhm. Mal gucken, was das Ding kann. Angriffsgeschwindigkeit. Und was habe ich hier drin? Schaden. Komm mal, gib mir mal den Angriffsgeschwindigkeit. So. Oh, Verzauberung. Na, mein Kleiner. Beschütz uns, mein Junge. Behalt die Tür im Auge. Ne, nachdem unsere Mutter gestorben ist, muss mal hier einer aufpassen. So, was haben wir dann an? Ach, wir haben genügend Platz. Dann gehen wir mal zur Kommandantin. Mal die drei mitnehmen. Und schauen, was sie sagt. Ups, ich sag immer. Kallen. Und Karas steht noch da. Frask ist ja tot. Ach, da steht Samson. Seht nur, mein eigener Sonnenschild und so viel Lyrium, wie ich brauche. Ihr habt mir sehr geholfen. Tja, so bin ich. So. Dann schauen wir mal. Es gibt ja nicht, dass beide Tanks kaputt sind von der E-Zigarette. Das vermisst heute. So. Da bist du ja. Die Verschwörung gegen euch wurde niedergeschlagen. Und? Wie sieht Orsinos Plan aus? Er ist Teil dieser Verschwörung, richtig? Der erste Verzauberer hatte nichts damit zu tun. Kallen würde euch vermutlich zustimmen. Er behauptet, ein Templer hätte sich gegen mich gewandt und die Magier seien ihm nur gefolgt. Mhm. Ich glaube das nicht. Wenn ihr keine Beweise gefunden habt, bedeutet das lediglich, dass Orsino seine Spuren gut verwischt hat. Wer war noch darin verwickelt? Oh, jetzt komm, gib Ruhe. Nee, den Namen nennen wir jetzt nicht. Du musst damit aufhören. Es ist vorbei. Wenn ihr weiterhin Geister jagt, leistet das nur denen Vorschub, die euch für verrückt halten. Viele werden für verrückt erklärt, bis sich schließlich herausstellt, dass sie recht hatten. Sollte das Sinn ergeben, bin ich auch verrückt. Dennoch, ohne Beweise für Orsinos direkte Beteiligung wird es die oberste Klerikerin im Gegensatz zu mir niemals glauben. Ich werde meine Suche wohl intensivieren müssen. Orsino darf mir nicht entkommen. Ich danke euch, Champion. Ihr habt eurer Stadt einen wertvollen Dienst erwiesen. Sie dreht echt langsam durch, oder? Na gut, dann gehen wir mal wieder raus hier. Puh. So, es gibt sonst nichts zu tun. Ah. Thresk ist tot. Grace ist tot. Und nichts hat sich verändert. Sie werden nicht die Letzten sein, die aufbegehren. Ja, ja. Oh, gehängter Mann? Und wer ist das noch? Nochmal gehängter Mann. Na gut, dann gehen wir erstmal den gehängten Mann. Ja, weil das ist jetzt hier schon die letzte Quest. Gamblen, wie gesagt, macht man nicht. Merrick.
Hört mal, Hawk. Ich weiß wirklich nicht, was in Bartrans Haus über mich gekommen ist. Aber ich bin froh, dass ihr auf mich aufpasst. Genau dafür bin ich doch da. Und für das ganze Kämpfen natürlich. Wisst ihr, was ich an euch mag, Hawk? Eure Bescheidenheit. Was nehmt ihr? Edwina, wir brauchen hier was zu trinken. Na, dann nochmal, weil es so schön war. Hawk. Oh, das ist wirklich zu peinlich. Euch fehlen die Worte? Diesen Tag sollte ich mir rot im Kalender anstreichen. Genießt es, solange ihr noch könnt. Das kommt vermutlich nie wieder vor. Ah ja. Hört zu. Ich möchte euch einfach nur sagen, dass es mir eine Ehre war, euch zu kennen. Deswegen geht das nicht. Der Verdampfer ist im Arsch. Na gut. Werdet ihr etwa sterben? Oder sterbe ich? Warum seid ihr auf einmal so ernst? Beruhigt euch. Ich musste das einfach nur loswerden. Wisst ihr, dass es auf den Tag genau 6 Jahre her ist? 6 Jahre, seit ich euch aus Bartrans Arbeitszimmer schleichen sehen habe. Auf das, was noch vor uns liegt. So. Ich glaube, wir wären soweit. Ja, Varric, was machst du denn in meiner Wohnung? Ja, da sehen wir schon den riesen, fetten Pfeil. Auf eurem Schreibtisch wartet ein weiterer Brief auf euch. Mhm. Was machst du hier? Ich glaube, Bianca hat einen Kratzer abbekommen. Okay. Weißt du, du spielst besser Karo Rücken als mein Vetter Vida. Allerdings wedelst du immer mit dem Schwanz, wenn du ein gutes Blatt hast. Darauf solltest du achten. Ist es brillant oder erschreckend, dass ihr mit meinem Hund Karo Rücken spielt? Ich sage nur, dass er schon mehr als 2 Sovereigns vorne liegen könnte, wenn er auf seine Körpersprache achten würde. Mein Onkel Emmett hat ein ganzes Rudel Rattenterrier, die jede Woche spielen. Sie sind ein wirklich abgefeimtes Pack. Du musst noch viel lernen, wenn du mal so gut werden willst wie sie. Nimm's nicht so schwer. Du bist immer noch besser als Anders. Na, das mag was heißen. Sehen wir uns später im Gehängten Mann? Okay. Mein Hund geht zum Zocken, wenn ich nicht da bin. Wunderbar. Der letzte Strohhalm, Champion, ihr habt euch als Freund der Ordnung in dieser Stadt erwiesen und ich brauche nun erneut eure Unterstützung. Schreckliches geht in der Galgenburg vor sich und es könnte die Stadt in den Untergang treiben. Ich glaube, das Erscheinen des Champions würde die Sache zum Guten wenden und deshalb ersuche ich euch so schnell wie möglich zu kommen, Kommandantin Meredith. Naja, dann nehmen wir das in Angriff, oder? Dann habe ich einen ganzen Nachmittag frei, wenn wir jetzt dann schon fertig sind. Tja. Euch beide auf alle Fälle? Naja, machen wir hier eine volle Schlägergruppe. Champion, dem Erbauer sei Dank, dass ihr hier seid. Was ist geschehen? Kommandantin Meredith und der erste Verzauberer hatten einen furchtbaren Streit. Mhm. Der erste Verzauberer ist davongestürmt, um der obersten Klerikerin die Angelegenheit vorzutragen. Aber Meredith ist ihm gefolgt. Ich fürchte, das wird mit Blutvergießen enden. Dann bringt mich zu ihnen, bevor es dazu kommt. Dazu kommt. Okay. Ich werde den Turm durchsuchen lassen, von unten bis oben. Das könnt ihr nicht tun. Ihr habt kein Recht dazu. Ich habe jegliches Recht dazu. Ihr versteckt hier Blutmagier. Und ich habe vor, sie aufzuspüren, bevor sie diese Stadt infizieren.
Blutmagie? Wittert ihr eigentlich irgendwo keine Blutmagie? Wir können uns nicht einmal schneuzen, ohne dass ihr uns der Verderbtheit bezichtigt. Verscherzt es euch nicht mit mir, Magier. Meine Geduld ist erschöpft. Komisch, dass ich nie sah, wie es begann. Oh. Was soll diese Auseinandersetzung schon wieder? Und natürlich musst du dich auch wieder einmischen. Ach, halt die Klappe, Schwesterchen. Ihr habt uns gefunden, gut. Der Champion wird mich nicht aufhalten. Die Menschen verdienen es, zu erfahren, was ihr getan habt. Was ich getan habe, war, die Einwohner dieser Stadt zu beschützen. Immer und immer wieder. Was ich getan habe, war, euch Magier vor eurem Fluch und eurer eigenen Torheit zu beschützen. Okay. Ich höre nicht auf damit. Unsere Wachsamkeit wird nie nachlassen. Das Risiko werde ich nicht eingehen. Eieieiei, beruhig dich. Ist irgendetwas von dem, was sie sagt, wahr? Das sind nur ihre neuesten Anschuldigungen, nichts weiter. Und was geschieht, wenn sie nicht findet, wonach sie sucht? Wie weit wird sie dann noch gehen, um etwas zu finden, das nicht existiert? Der Champion weiß besser als jeder andere, wie tief die Verderbtheit des Zirkels reicht. Ich muss ihre Quelle finden. Oh Gott. Ja, die Auseinandersetzungen müssen aufhören. Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Angelegenheit zu klären. Haben wir denn eine andere Wahl? Sagt mir, Champion, dass ihr nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt, wozu sie fähig sind. Dass ihr nicht selbst die Lügen von Magiern gehört habt, die nach Macht streben. Naja, aber es sind nicht alle gleich, Meredith. Ihr könnt sie nicht alle aufgrund der Taten einiger weniger verurteilen. Ihr wollt uns alle als Schurken sehen, aber dem ist nicht so. Ich weiß. Und es bricht mir das Herz, na, das gut, zu tun, dass du das aber noch wir müssen weißt. Wachsam sein. Wenn ihr mir keinen anderen Weg zeigen könnt, wagt es nicht, mich als Tyrannin darzustellen. Das führt zu nichts. Die oberste Klerikerin Erthena wird dem ein Ende machen. Ihr werdet ihre Gnaden nicht mit hineinziehen. Die oberste Klerikerin kann euch nicht helfen. Erklärt euch, Magier. Ich werde nicht untätig zusehen, wie ihr alle Magier wie Verbrecher behandelt. Während die, die uns anführen sollten, das Haupt vor ihren Kerkermeistern beugen. Wie könnt ihr es wagen so? Der Zirkel hat uns im Stich gelassen, Orsino. Selbst ihr müsstet das erkennen können. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen. Es darf keine Kompromisse mehr geben. Anders, was habt ihr getan? Es gibt kein Zurück mehr. Anders, du Depp. Erbauer, sei gnädig. Es kann keinen Frieden geben. Bist du noch ganz dicht? Athena, nein! Beim Erbauer, nein! Sie war deine ergebenste Dienerin. Sie wurde von allen geliebt. Warum hat sie nicht auf mich gehört? Gesegnet seien die Seelen der Gläubigen, auf dass sie emporsteigen mögen, um zu deiner Rechten zu sitzen. Warum? Warum habt ihr das getan? Ich habe die Chance auf eine Einigung zerstört, weil es niemals eine Einigung geben kann. Ach, das entscheidest du, oder? Die oberste Klerikerin hat durch Magie den Tod gefunden. Und die Kirche wurde zerstört. Als Kommandantin von Kirkwall berufe ich mich hiermit auf das Recht der Auflösung. Jeder einzelne Magier des Zirkels wird hingerichtet. Unverzüglich. Der Zirkel ist dafür nicht verantwortlich. Moin, ihr Lukas. Dürft das nicht zulassen, danke Champion. Für den Raid. Helft uns, diesen Wahnsinn aufzuhalten. Und ich fordere euch auf, die Ordnung zu wahren. Boah, jetzt echt? Nach dem, was soeben geschehen ist, könnt ihr euch dem, was getan werden muss, nicht verweigern. Wieso debattieren wir über das Recht der Auflösung, wenn das Monster, das dies getan hat, genau hier ist? Ich werde ihn töten. Das schwöre ich euch. Könnt ihr euch lässt alle sich beruhigen? Jetzt nicht mehr aufhalten. Hilfe! Ihr müsst eine Wahl treffen. Ich hätte euch aufhalten können. Nein, es musste geschehen. Aber weil du das entscheidest, du Trottel. Der Zirkel ist ein Unrecht, nicht nur in Kirkwall, sondern auch an zahlreichen anderen Orten. Die Welt muss das erkennen.
Athena ist nicht der Zirkel. Sie war eine gute Frau und ihr habt sie ermordet. Ihr Narr, ihr habt uns alle verdammt. Wir waren bereits verdammt. Wir hatten nur die Wahl, ob wir jetzt schnell oder später langsam sterben wollen. Und ich ziehe es vor, kämpfend in den Tod zu gehen. Ihr seid ein Mörder. Die oberste Klerikerin, die Magier. Na, wie geht's dir? Ihr Blut klebt an euren Händen. Ich weiß. Na, schön, dass du das weißt. Es spielt keine Rolle. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich nicht untätig bleiben. Die Leute werden nach Blut verlangen. Gut, ich habe ja gesagt, wir spielen pro Templer. Im Endeffekt ist es so, dass beide Seiten für den Arsch sind. Und selbst wenn wir jetzt neutral bleiben, dann müssen wir uns jetzt durch die Stadt dann kämpfen und gegen beide Seiten kämpfen. Wir bleiben also, wie in Akt 1, Akt 2, bleiben wir hier auch pro Templer. Also ich unterstütze die Templer. Ich habe offenbar keine andere Wahl, als an eurer Seite zu kämpfen. Und eure erste Handlung muss die Hinrichtung dieses Verräters sein. Sie ist ein Monster. Und wenn ihr ihr helft, werdet ihr selbst zu einem. Es ist bedauerlich, aber die einzige Möglichkeit. Ja, alles gut. Die Magier können sich nicht hinter arschkalt ist es heute irgendwie. Ich muss heute echt die Heizung aufdrehen. Ja, zerschmettern wir diese Rebellen. Wie können sie es wagen, frei sein zu wollen? Oh, Isabella. Tu das nicht. Zwing mich nicht, mich zwischen meinesgleichen und meiner Familie zu entscheiden. Denkt sorgfältig darüber nach, Champion. Das ist keine Gerechtigkeit. Ich habe meine Wahl getroffen. Verdammt noch mal ein bisschen Konsequenz und Rückgrat hier. Ich werde nicht für euch kämpfen, Orsino. Eine weise Entscheidung. Seid ihr euch sicher? Ihr wisst, dass sie Unschuldige ermorden wird. Deren einziges Verbrechen es ist, als Magier geboren worden zu sein. Bei den Kämpfen werden Unschuldige zu Schaden kommen. Wir müssen das so schnell wie möglich zu Ende bringen. Du nur wieder. Ich denke, Moin. Wir sind uns einig, dass niemand will, dass sich Magier und Templer auf den Straßen bekämpfen. Alles, was wir jetzt tun können, ist, die Zahl der Toten so gering wie möglich zu halten. Ihr habt vermutlich recht. Diese Entscheidung liegt nicht mehr in unseren Händen. Haltet sie auf! Ich warne die anderen! Ruft unsere Truppen zusammen! Das hier erledigen wir. Ja, wir machen das. Oder auch nicht. Meine Maus! Ja. Jetzt hast du ein Problem. Na, das war ja jetzt nicht berauschend. So. Beginnt es also. Ich muss meine Truppen bei der Galgenburg zusammenziehen. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir, Champion. Ich überlasse es euch, was ihr mit diesem Mörder tun wollt. Er ist euer Gefährte, also macht mit ihm, was ihr wollt. Ja, auch einen wunderschönen Tag. Boah, Anders, echt jetzt? Ihr könnt mir nicht sagen, was ich mir nicht schon selbst gesagt hätte. Ich habe einen Geist in meine Seele aufgenommen und mich für alle Zeiten verändert, um dies zu erreichen. Dies ist die Gerechtigkeit, auf die alle Magier gewartet haben. Du bist doch nicht ganz dicht an der Waffel. Spinnst denn du völlig? Hat euch dieser Geist gesagt, dass ihr das tun sollt? Ach. Nein. Als wir verschmolzen sind, hat er aufgehört zu existieren. Wir sind nun eins. Ich kann das Unrecht des Zirkels nicht leichter hinnehmen, als er es gekonnt hätte. Ihr habt also ein Massaker ausgelöst, nur um euren Standpunkt zu vertreten? Ich vertrete keinen Standpunkt. Ich verändere eine Wer Welt. Bist du, dass du die Welt verändern die willst? Wozu Ach, wir sag in der Lage mal. Sind. Aber es ist ich reg mich gerade so auf. Diese Angst heraus zur Unterwerfung zu zwingen. Und sie haben dabei auch noch unseren Segen. Und wenn ich dafür mit meinem Leben bezahlen muss, dann bezahle ich diesen Preis. Vielleicht wäre Gerechtigkeit dann zumindest wieder frei. Irgendwelche Meinungen? Würdet ihr das auch fragen, wenn ich heute in der Kirche gewesen wäre? Boah, jetzt, ey. Ihr wisst, was getan werden muss. Ein kühner Plan hätte von mir sein können. Wenn er sterben will, dann bringt es hinter euch und erfüllt ihm den Wunsch. Der Glaube ist keine Entschuldigung. Und Aufrichtigkeit ist keine Rechtfertigung für das hier. Er sollte mit uns kommen und alles tun, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich habe all diese Magier und Templer so satt. Ja, ich auch, Was auch immer ihr tun werdet, bringt es einfach hinter euch. Also wenn wir ihn jetzt abhauen lassen, dann müssen wir ihn sowieso in der Burg bekämpfen. Weil er schummelt sich ja dann wieder in die Galgenburg und da müssen wir ihn sowieso kämpfen. Töten, mitkommen, tut er nicht. Er ist auf Feindschaft und wir kämpfen für die Templer. Das macht er nur,
Feindschaft und Magier. Also, stirb einfach. Ihr müsst für eure Taten bezahlen. Ich weiß. Na gut, dass du es weißt. Je früher ich sterbe, desto eher wird mein Name weiterleben, um kommende Generationen zu inspirieren. Mhm, ja klar. Okay. Es wird nie genug sein, aber es ist zumindest ein Anfang. Oh, wie erfrischend. Wir sollten uns schnellstens auf den Weg zur Galgenburg machen. Wir wollen doch nichts verpassen. Ja. Naja, ganz klar hier unsere... Und wir werden mal Varric mitnehmen. Aber vorher gehe ich schnell für kleine Prinzessin in. Und bin sofort wieder da. Einen Moment bitte. Prostkäffchen. So, mal schnell noch kurz meine Dampfe reparieren. Ey, da habe ich vorhin einen neuen Verdampfer reingemacht. So, ist das Ding wieder kaputt gegangen. Und dann starten wir. Mit dem Finale. So. Zap, zap. Gruppe Hammer. Gut. Ob das jetzt dann funktioniert. Auf geht's! Aufsteigen muss keiner mehr. Naja, es gibt sowieso nur einen Weg. Ups.
Die Vernichtung des Zirkels kommt ganz oben auf meine Liste der Dinge, die ich heute eigentlich nicht geplant hatte. Ja, geht mir genauso, Varric. So. Bleibt, wo ihr seid. Ihr könnt nicht entkommen. In Ruhe. Ich habe nie um das hier gebeten. Das Gesetz ist eindeutig, Magierin. Wir können das Risiko nicht eingehen. Haltet euch von mir fern. Ich warne euch. Komisch, dass jeder zum Dämon jetzt wird oder zu einer Abscheulichkeit. Wie schwachsinnig. Tötet es! Schnell tötet es! Mit mein größter Kritikpunkt, leider Gottes. Die haben ja Magie, die können sich ja wohl verteidigen. Müssen ja nicht zum Dämon werden. Das reicht jetzt! In die Lehre mit euch! Du bist erledigt! Zählt auf die Welt. Hierher! Komm schon! So. Verteidigt mich! Hup. Nicht plündern! Oh Gott! Bring dir es zu Ende! Du ertappst mich immer, wenn ich irgendwas von mir gebe, oder? Verdammt. Hallöchen, Minka. Ja, ist doch wahr. Hallo. Für euch gibt es keine Vergebung. Wo ich so selten schimpfe. Du suchst dir das passend aus, oder? Bianca, du Biest, das war wundervoll. Varric, hast du dich ernsthaft jetzt... Naja, gut, wir reden da nicht mehr drüber. So. Ah, nein. Erst hier dieses Vibe hier. Stirb einfach. So, danke. Gut. Achso. Ich erledige das. Varric, kommst du klar? Du musst schon etwas schneller sein. Hallo. Na also. Ey, wie lange braucht ihr denn für eine so eine Abscheulichkeit? Ah, du nur wieder. Von dir kommt immer nur Küssen. Der eine sagt, ich schimpf nur. Was ist denn jetzt schon wieder? Ah, Magier. So, hier, komm hier, ihn hier. Mach dein Schild weg, du Rotzlöffel. So. Wo ist er denn jetzt? Hat er sich weggeportet? Er ist weg. Meine Maus ist weg. Verdammt. Ups, meine... Hallo? Da hinten. Ja klar, von da hinten noch. Ja. Ach, da ist er, der Schwach. Hat er sich wieder geheilt oder was? Bist und schma... Du wirst doch wohl nicht. Versteckt er sich. Feiges Mistviech. Du bist erledigt. So, komm jetzt. Hier, hoppa. Los. Verreck einfach. Sag mal, wo gibt's denn sowas? Keiner Gnade. Es wird nicht lange dauern. Es dauert viel zu lange. Ihr klappt alle auf einem Dämon rum. Was seid ihr denn für Templer? Mann. Ach so, da ist alles zu. Ja gut, dann... Können wir eh nur da lang. Plündern tun wir nichts mehr. Ganz. Wir müssen so schnell wie möglich zur Galgenburg. Es macht doch nicht so einen Stress. Ich bin da schon auf dem Weg. Ich sage mal. Immer diese Hektik. Achso, es gibt sowieso nur einen Weg. Na gut. Ja. Och, meine Dampfe geht wieder. Gott sei Dank. Das ist ein ganz mieses Eck hier. Vielleicht sollte ich kurz speichern. Hier sterbe ich ganz gerne mal. Hündchen, willst du auch ein bisschen Ausgang?
So, sie hier brauche ich. Sie! Mach sie fertig! Danke, war Nummer 1. So, hallo? Ach, du dreckiger Dämon! Fenris ist tot! Okay, das sieht nicht gut aus. Ich auch gleich. So. Aua! Bist du noch ganz jeck hier? Stirb einfach! Evelyn, wir sind alleine. Wir müssen das Ding hier schaukeln. Ich will ja nichts sagen. Mach den dicken Dämon hier fertig. So, okay. Ja, ich bin auch tot. Das war's. Erledigt. Keine Chance, keine Chance. Taktik überdenken. Taktik überdenken. So, Evelyn, komm. Ich kann mit dir überhaupt nicht kämpfen. Ich weiß gar nicht, was du hier machst. Oder nicht machst, oder... Ja, mach mal das hier aktiv. Ah! Lauf mal weg, lauf mal weg, lauf mal weg. Oh. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Heiltrank, Heiltrank, Heiltrank. Bitte, bitte, bitte. Geht weg, geht weg. Süppel. So, probieren wir es nochmal. Ich finde eine Maus nicht. So. Den nächsten. Hallo. Nimm mal die mit wenig Leben, da kloppen nicht so viele auf dich ein. Zum Erbauer mit dir. Ja. Ich brauche hier Hilfe. Ja, es sind alle tot. Streng dich mal an. Verdammt. Ist der Heiltrank wieder parat? Ja. Süppel ein. Hoppa. Huh. So, den nächsten. Mach erstmal hier die mit wenig. Oh, ich kenne mit denen ihre Fähigkeiten, da habe ich überhaupt keine Ahnung, was sie hier macht. Wie wäre es mit der 6 oder mit der 5 oder so ähnlich? Das ist keine Ahnung. Erstmal wieder laufen, Heiltrank. Das sieht ja noch ganz gut aus, das kriegen wir noch hin. Oder auch nicht. Heiltrank, Heiltrank. So, hier jetzt, 3, 4. Achso, der ist tot. Ja, mach halt. Mach halt. Evelyn. Ich habe keine Ahnung, was du hier für Fähigkeiten hast. Sowas? So, komm jetzt. Autsch. Ihr habt offenbar gewonnen. Gut gemacht. Ja, so bin ich, ne? Gut, könnten wir uns erstmal alle heilen. Verdammt mich nochmal. Ach, du grüne Neune. Das war ja gerade nicht produktiv. Evelyn, hast du gut gemacht. Du hast uns den Arsch gerettet. So. Stolz auf Evelyn. Warum nehme ich den Müll eigentlich mit? So. Ja. Denkt ihr nix? Mich amüsiert sowas auch immer. Aber ich bin ja genauso. Ich bin ja, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Früher bei den Let's Plays war das noch schlimmer. Ich glaube, ich habe mich gebessert. So. Den Müll braucht keiner mehr. Naja, Heiltränke könnte man noch ein paar mehr brauchen, wenn ich mich noch weiterhin so dämlich anstelle. So. Ja, ich habe von Schild und Schwert überhaupt keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was Evelyn da für Dinger hat.
Das ist gar nicht so einfach. Weil ich spiele meistens wirklich nur Schurke und Magier. Und wenn ich die dann selber steuern muss, bin ich völlig überfordert. Bin ja schon mit mir überfordert. Naja, Dragon Age Inquisition spielen wir wieder auf Albtraum. Da bin ich dann richtig überfordert, glaube ich. So, was ist denn hier los? Schnell, schnell! Ey, jetzt ist aber gut. Erster Verzauberer. Bleibt zurück, ich will nicht gegen euch kämpfen. Ach nein. Da seid ihr also. Lasst uns reden, Meredith, bevor diese Schlacht die Stadt verlässt. Wie kannst du denn sowas von mir sagen? Ich werde eure Kapitulation in Betracht ziehen, mehr nicht. Wenn ihr etwas zu sagen habt, dann sprecht. Widerruft das Recht der Auflösung, Meredith, bevor das alles hier zu weit geht. Sperrt uns ein, wenn es sein muss. Durchsucht den Turm. Ich werde euch sogar dabei helfen. Aber tötet uns nicht für etwas, das wir nicht getan haben. Die oberste Klerikerin ist tot und der Täter war ein Magier. Mhm, okay. Die Leute werden nach Vergeltung verlangen und ich werde sie ihnen geben. Euer Angebot ehrt euch, Orsino. Aber es kommt zu spät. Ja, Cam ist bei mir mal so, mal habe ich Lust dazu, mal nicht. Und heute bin ich ganz dick in meinem Wollpullover eingekuschelt, weil es so arschkalt hier in der Bude ist. So uraltes Haus, was nicht abgedichtet ist, wo die Heizungen auch immer machen, was sie wollen. Es ist noch nicht zu spät, zu schade. Zeit, das hier zu beenden. Es ist noch nicht zu spät. Wir können das hier noch immer verhindern, bevor ihr beide Kirkwall auseinanderreißt. Es ist bereits auseinandergerissen. Wir können nicht von unserem Weg abweichen. Und was ist mit mir? Willst du auch gegen deine eigene Schwester kämpfen? Was mach nicht auf heile Familie? Dasselbe könnte ich dich fragen, Bethany. Ich wollte nicht, dass es dazu kommt. Ich... Bleibt stark, mein Kind. Wir müssen zusammenhalten, oder wir sind alle verloren. Ich... Ja, erster Verzauberer. Also, was geschieht nun, Meredith? Werden wir hier kämpfen? Geht und bereitet eure Leute vor. Der Rest des Ordens durchquert bereits den Hafen. Es ist noch nicht vorbei. Okay. Naja, ich glaube, morgen bei Mass Effect mache ich euch wieder die Cam an, wenn ich versuche, mich irgendwo durch die Galaxie zu ballern. Da haben wir wieder was zu lachen. Lasst mich euch erzählen, was geschehen wird. Wir haben die traurige Pflicht, die Galgenburg zu betreten und jeden Magier zu vernichten, den wir dort finden. Okay. Ihr müsst eure Herzen stählen. Die Magie in ihnen ist eine Krankheit, die eingedämmt werden muss, damit sie sich nicht ausbreitet und weiter wütet. Wir werden tun, was wir tun müssen. Möge der Erbauer ihren Seelen gnädig sein. Bereitet euch auf den Angriff vor. Lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Ich kann nicht glauben, dass die oberste Klerikerin tot ist. Mal gucken. Es gibt, glaube ich, ein paar Templer, mit denen man redet. Ah, Samson, du hast ja wieder eine Rüstung an. Wenn sich diese Meredith erstmal was in den Kopf gesetzt hat, Junge, Junge, dann sollte man ihr lieber aus dem Weg gehen. Das kann ich euch sagen. Da hast du allerdings recht. Oh ja, was ist mit dir los? Es ist an uns, Kirkwall zu retten. Ja, wir sind ja schon dabei. Cullen, hast du noch was zu sagen? Vielleicht können wir es mit euch an unserer Seite schnell und mit möglichst wenig Blutvergießen beenden. Okay, wir werden uns Mühe geben, Cullen. Wir werden uns Mühe geben. Gut, dann wollen wir mal reden hier mit den Leuten. Wer haben wir denn hier? Evelyn. Hauptmann? Nicht mehr lange, wenn die Sache schief geht. Was für ein Chaos. Ihr setzt unsere Loyalität einer wahrhaft schweren Probe aus, wisst ihr das? Ich doch nicht. Donnick lässt die Wache die Zivilisten beschützen. Bisher konnten wir das Ganze eindämmen, aber
Jetzt brauchen wir Glück. Oh, ich weiß, wir werden siegen. Reue. Oh, Reue. Lecker Kuchen. Ey, es ist 3:10, sonst gibt es ja um 3:30 Kuchen. Master, es ist noch nicht deine Zeit. So, ich bin froh, dass du hier bist. Ich wollte nie euer Leben derart in Unordnung bringen. Ich nehme an, das passiert einfach, wenn man mit euch befreundet ist. Hawk? Es ist es wert. Lasst uns ein paar Schädel einschlagen, wie in den guten alten Tagen. Okay. Was waren denn die guten alten Tage, Evelyn? Fenris. Ich hoffe, ihr seid bereit für das, was uns nun bevorsteht. Die Verzweiflung treibt diese Magier zu schrecklichen Taten. Ich weiß, wovon ich rede. Das wird nicht schön. Hast du das schon mal erlebt? Was meint ihr damit? Das Reich hat seine eigenen Templer, die gerufen werden, wenn die Magier die Linie überschreiten. Die Linie ist zwar woanders, aber das Ergebnis ist dasselbe. Mhm. Wir werden schreckliche Abscheulichkeiten sehen. Menschen, von denen ihr nie gedacht hättet, dass sie sich der Verderbtheit so schamlos hingeben. Klingt nach Spaß. Naja. Ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Es muss nicht so weit kommen. Wir werden sehen. Dann lasst mich noch etwas sagen, solange wir beide am Leben sind. Was für gute Aussichten. Ihr seid eine gute Freundin. Die einzige, die ich je hatte. Es ist mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Und jetzt? Auf in die Schlacht. Navia Lerno Victoria. Nur die Lebenden kennen den Sieg. Auf in den Kampf. Ja, ja, ist ja gut. Varric, du siehst sehr betrübt aus. Seid ihr nervös, Hawk? Ich weiß, dass wir es tun müssen, aber ich möchte niemanden verlieren. Aber was wäre das für ein Abgang? Ein heldenhaftes Opfer zum Wohle Kirkwalls. Wisst ihr, es gibt wahrlich schlimmere Enden. Ich will aber nicht sterben. Ihr kennt mich, Hawk. Ich bin nicht der Typ für lange Abschiede. Aber das hier, die Verteidigung Unschuldiger, der Kampf für unsere Lebensweise, das ist es wert, dafür zu kämpfen. Das wird lustig. Okay. Was auch immer mich erwarten mag, es ist schön, euch dabei an meiner Seite zu haben. Es war mir eine Ehre, Hawk. Was sagt ihr? Wollen wir dieser ganzen Warterei ein Ende machen und unsere Verabredung mit dem Schicksal wahrnehmen? Ich muss erst noch mit den anderen Leuten reden, Varric. Immer mit der Ruhe. Sebastian! Hätte Athena der Kommandantin den Rücken gestärkt, wäre das nicht passiert. Manchmal führen selbst die besten Absichten in die Leere. Ja, genau, mein Beileid. Das war ein schrecklicher Tod. Die oberste Klerikerin hatte etwas Besseres verdient. Genau wie eure Mutter, Hawk. Wir haben beide geliebte Menschen wegen dieser Maleficare verloren. Diese Magier hören erst auf, wenn sie die Kirche gestürzt haben. Mit ihnen wäre niemals Frieden möglich gewesen. Der Erbauer steht in diesem Kampf auf unserer Seite. Mhm. Das muss er, denn wir treten seinen Feinden entgegen. Wenn wir fallen, sehen wir uns hoffentlich an seiner Seite wieder. Warum redet jeder so, als ob ich sterbe, verdammt nochmal? Seid ihr doch ganz dicht? Ach, Meryl! Es wird alles gut gehen. Das hoffe ich. Ich bin mir sicher, wir tun das Richtige. Ich bin bereit für was auch immer uns erwartet. Kommt euch das alles auch wie ein Traum vor? Oh, ich glaube, ich kenne den Traum. Ich werde vermutlich gleich nach unten blicken und feststellen, dass ich keine Hose anhabe. Ihr Champion von Kirkwall zieht nackt in die Schlacht. Warum habe ich nur nie solche Träume? Hawk, bevor wir sterben... Genau, hör auf, die Sorgen zu machen. Ich sterbe nicht. Hat ich nicht gesagt, dass ihr euch zu viele Gedanken macht? Uns passiert schon nichts. Kopf hoch. So, dann gehen wir zu meiner lieben Isabella. Ihr müsst nicht hier sein, wenn ihr nicht wollt. Ich werde nicht verschwinden. Wenn ihr darauf besteht, für irgendwelche Prinzipien zu kämpfen, bleibe ich an eurer Seite. Wow, Isabella. Aber das war ja abzusehen, nicht wahr? Endlich habe ich jemanden gefunden, mit der ich zusammen sein will, und plötzlich bricht alles zusammen. Sagt mir, dass ich euch nicht verlieren werde. Das wirst du nicht. Wir werden es überleben. Versprochen. Ich nehme euch beim Wort, Hawk. Da, Masterchen, küssen nochmal. Siehst du? Bist jetzt zufrieden?
So, dann können wir. Seht ihr dieses leuchtende Rote da an ihrem Schwert? Ein bisschen ranfahren. Fällt euch was auf? Die ist genauso irre wie Bartrand. Ob das nicht was mit ihrem Schwert zu tun hat? Na gut. Wir wären soweit, Meredith. Ich nehme an, ihr seid bereit, Champion. Was passiert denn hier nach? Was werdet ihr tun, sobald die Magier tot sind? Es ist nicht das erste Mal, dass vom Recht der Auflösung Gebrauch gemacht wird. Wir werden das Gleiche tun, was auch andere vor uns getan haben. Wir fangen von vorne an. Okay. Kirkwall wird neu aufgebaut werden, stärker als zuvor. Und der Zirkel wird wissen, was Angst ist. Es hätte schon längst zu dem hier kommen müssen. Bin mehr als bereit, loszuschlagen. Der Zirkel weiß, was Angst ist. Naja, gut, das ist ja nicht eigentlich unser Ziel hier. Wir sind bereit, Kommandantin. Gut. Ihr werdet euren Gefährten Anweisungen geben müssen, dann kann der Angriff beginnen. Ja, wir bleiben bei der Truppe. Nahkampf. Ah, das geht so. Ich will euch auch helfen, selbst wenn ich nicht an eurer Seite kämpfe. Meryl, ihr greift aus der Distanz an. Haltet euch möglichst aus dem Kampfgetümmel raus. Das werde ich. Ihr, Isabella, kämpft im Verborgenen. Sorgt dafür, dass unter ihnen beständig Verwirrung herrscht. Klingt lustig. Ich brauche euch irgendwo, wo ihr einen guten Überblick habt, Sebastian. Gebt uns Deckung, während wir angreifen. Möge uns der Erbauer gewogen sein. Wir wollten nicht, dass es so weit kommt. Die Magier sind unsere Brüder und Schwestern. Es ist traurig und dennoch ist es notwendig. Kirkwall ist darauf angewiesen, dass wir dem ein Ende machen. Wir brauchen Ordnung, wenn wir uns nicht selbst verlieren wollen. Wir haben keine andere Wahl. Champion, der Angriff steht kurz bevor. Ja, doch immer mit der Ruhe. Verdammt nochmal. Brecht sie auf. Da kommen sie. Haltet sie auf. Okay. Na, dann wollen wir mal ins Getümmel. Du bist erledigt! Ja, wir sollten erstmal die Magier hier... hallo? Stirb einfach! Wer ist denn jetzt schon tot? Varric! Was machst du denn? Verdammt! Da oben diese dreckigen Idioten. Schmeißt du... Ich werd sauer. Hallo. Na. Wo ist meine Maus? Meine Maus ist weg. Das geht nicht gut aus. Meine Maus ist weg. Meine Maus ist weg. Ich bin fast tot. Hallo. Ich hoffe, ich habe genug davon. Oh Mist. Verdammt. Da ist die Maus. Oh, lass mal die Magier hier. Ja, ich bin auf die Schnauze gefallen. Verdammt. Stirb. Das reicht jetzt. Es ist einfach zu viel. Hallo, steh doch auf. Wo bist du denn? Verdammt. Mächtiger Angriff, Trank der Steier hier. Das kannst du trinken und Trank der Wiederherstellung. Gib mir mal hier das hier runter. Und das Ding packst du auch mal hier runter. So. Reicht mir das noch? Kann man den... Komm. Ich verstecke mich hier in der Ecke. Hallo? Trink doch. Oh, die sind alle tot. Nein, wir sind nicht bereit zu sterben. Wir sterben aber. Komm mal her hier. Du bist hier der Arsch des Jahrhunderts. So, weg mit dir. Weg. Jetzt ist er schon wieder weg. Schlag gnadenlos zu. Macht sie alle nieder. So, meinem... Aua!
Komm her, du Rotzlöffel. So, du gehst mir echt auf den Sack. Entschuldigung, Leute. So, Magier. So, oh, da kommt noch ein Dämon des Zorns. Ach, du grüne Neune. Heiltrank, hallo. Muss ich das jetzt alles alleine machen hier? Das ist doch vom Popo. Den Scheiß. Meine Maus. Nicht hinter mir. Das kann ich nicht leiden. Geh weg. Psst. So. Jetzt nicht sammeln, bitte. So, hier. Und du, komm. Ihr habt es ohne mich zu Ende gebracht. Ja, ich habe mir Mühe gegeben, Fenris. Was ist denn da? Ist ja immer noch was am Leben. Verdammt. Wo kommt ihr denn noch her? Hatte ich nicht gerade genügend Stress hier? Lauf doch nicht weg. Wo willst du denn hin? Hallo? Na, sag mal. Das ist ein Magier, aber da ist irgendwie... Hup. Okay. Habt doch Erbarmen. Wir flehen euch an. Macht mit uns, was ihr wollt, aber lasst uns bitte am Leben. Nein. Für diesen Zirkel gibt es keine Erlösung mehr. Kommandantin, das Recht der Auflösung erfordert doch bestimmt etwas mehr. Es erfordert mein Wort, Cullen. Tut, was ich euch befohlen habe. Champion, wollt ihr uns nicht verteidigen? Sollen wir wirklich alle für die Taten einiger weniger abgeschlachtet werden? Cullen? Ich möchte hören, was der Hauptmann zu sagen hat. Das Recht war immer nur ein letztes Mittel für den Fall, dass sämtliche beteiligten Magier unrettbar verloren sind. In Fereldens Zirkel war die Situation weitaus bedrohlicher. Und doch wurden viele der Magier gerettet. Wir könnten das Gleiche auch hier erreichen. Eure Bedenken wurden zur Kenntnis genommen, Hauptmann. Wir sind hier, um eine Krise zu verhindern, nicht um alles auf unserem Weg auszulöschen. Tut, was er sagt. Was sie sagt? Cullen, ich bin ein Mädchen. Herrschaftszeiten. So, eine Runde Heilung für alle. Also, du kriegst... Ach nee, du brauchst erstmal das hier. Sind die alle verreckt? Das gibt's doch nicht. So. Nee, du kriegst hier. Was kann ein Geist? 30 Minuten, ja. Ich hätte da 2 mitnehmen sollen. Okay. Gut. Dann suchen wir uns einen Weg hier. Das hier gefällt mir ganz und gar nicht. Passt auf, wo ihr hintretet. Eine Falle. Au! Da ist doch schon wieder so ein Mistviech. Hierher. Fenris, ich wollte die Falle entschärfen. Hier, ihn hier. So. Bringen wir es zu Ende. Ups. Hab genug von dir. Ja, ich auch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Lasst euch das aber nicht zu Kopf steigen. Ach, sag doch sowas nicht. Aber wir haben noch Zeit zum Plündern. Na. Erledigt. So, Merit ist ihr Büro. Da klauen wir auch noch die Kiste. Heilungsrate. Magieresistenz. Das müsste es gewesen sein. Gibt es hier auch noch was? Halt.
So viel Zeit muss sein. Das war's. So, ich stelle mich mal an die Seite. Ich guck. Ja. Na gut. Ja. Was, das macht dir nichts aus, der Meuchelmord? Ich glaube, ich spinne. Zurück mit dir! Venedig. Bring dir es zu Ende! Stirb, komm, fall um! Ich hab heute ein volles Mausproblem. Denn die alle her, verdammt nochmal. Nest hier oder was? Was für ein wundervoller Schuss. Ist Fenris gestorben? Also Fenris, so geht's nicht. Ja, sage mal. Da bleibst du zu Hause, wenn du laufend umkippst. So, da geht's nicht durch. Ja klar, schon wieder. Ach, verdammt ich! Ist das eine Art? Wollen Sie mir etwas nicht? Das hier gefällt mir ganz gut. Ja, mach ihn nieder. Den hier, Mäuschen. Den da. Das ist doch nicht normal hier. Völliges Chaos, wie immer. Warum lebt denn der noch, Leute? Habt ihr euch da nicht drum gekümmert? So. Eieiei. Ach, da lebt immer noch was. Oh Gott. Jede Schlacht ist eine Vorbereitung auf die nächste. Ich habe aber die Nase voll von Schlachten jetzt, Evelyn. Nur mal so am Rande bemerkt. Ah, da geht's weiter. Nee, ich sehe schon, dass das eine Falle ist. Und das hier auch. Zieht auf den Kopf! Na, erst den Dämon, Mäuschen. Okay. Du bist erledigt! Wir sind zu stark. Fallt einfach alle um. Möge Andras dich leiten. Du, die sind alle tot, du brauchst nichts mehr sagen. Ach, jetzt läuft der Kasper da wieder draußen rum. Ah. Ja, komm her hier. Wir haben uns gut geschlagen. Ja, haben wir. Wir sind mal nicht gestorben. So. Sandal hat wieder Gas gegeben, wie in Dragon Age Origins. Da war er auch umgeben von Leichen dunkler Brut. Ach so, nee, braucht man nicht. Verzauberungen? Sandals Laden. Gib mir alles, mir egal. So, danke. Macht eigentlich gar keinen Sinn mehr jetzt hier, oder? Naja, leere Taschen, man weiß ja nie, was einen noch erwartet, ne? Aber ich glaube, was uns hier erwartet. Ja. Ich
So. Sandel, kannst du helfen? Du hast doch hier schon vorher so schön aufgeräumt. Ja, schreit mich an. Hinter uns? Nein, nein. Bianca fühlt sich vernachlässigt. Das reicht jetzt. Das ist dein Tod. Das war's schon. Wie bedauerlich. Was bitte bedauerlich? Bist du noch ganz dicht? Templerhalle? Okay, geht eh nur da lang. Vielleicht speichern wir mal. So, zwecks der Ordnung. Weiter geht's. Genau wie ich es die ganze Zeit über geahnt hatte. Sie haben sich freiwillig geopfert. Es sind Männer und Frauen, die ansonsten durch eure Hand gestorben wären. Das Ironische daran ist, dass ich bis zu diesem Moment niemals Blutmagie verwendet habe. Mhm. Haltet ihr mich für eine Närrin? Niemand kann ein solches Ritual ohne Vorbereitungen durchführen. Das Ritual stammte von Quentin, einem Mann, der dem Champion wohlvertraut ist. Ich habe seine Forschung als zu gefährlich abgelehnt, aber die Dinge haben sich geändert. Ihr habt mit diesem Mörder zusammengearbeitet? Ich wusste über ihn Bescheid, aber ich habe seine Existenz geheim gehalten, weil ich Meredith nicht noch mehr Munition gegen uns liefern wollte. Dieses Mistsau. Aber... Genau, Schwester, entfern dich. Ihr hättet sie retten können. Es tut mir leid, meine Liebe. Ich habe das ganze Ausmaß seines Wahns erst erkannt, als es zu spät war. Der Erbauer hat uns hergeführt, um eurem Übel ein Ende zu machen, Orsino. Der Erbauer hat euch alle in den Tod geführt. Nein! Ihr sagtet, ihr würde nichts geschehen. Es tut mir leid, mein Kind. Aber die wahre Gerechtigkeit fordert Opfer von uns allen. Ja, genau. Erst meine Mutter opfern und nicht retten und dann mich. Das kannst du vergessen, Orsino. Ja, da ist er ja, der Ernter. Erstaunlich, dass sie sich jetzt in den Ernter verwandeln. So. Ach Gott. Möchte vielleicht jemand ein Tropfen auf den Weg? Oh, schon wieder. Zurück mit dir! Macht mal ein bisschen was, Templer. Für was seid ihr denn da? Mich hier alles alleine machen? So. Barry, kommst du klar? Evelyn, du bist halb tot. Könntest du mir den Heiltrank nehmen? Unsere Schwester hat weiße Haare. Interessant. In die Leere mit euch! Lasst euch das aber nicht zu Kopf steigen. So, wo ist er? Da ist er. Nicht doch plündern jetzt. Da, dafür haben wir keine Zeit. Nun werden wir sehen. Guck mal, hier ist irgendwo ein Arcana-Schrecken da. Jetzt ist er wieder weg. So. Nein, der lebt noch. So. Ich erledige das. Kinderspiel. All dieses Blut. Ach, da ist er wieder. Naja, aber eben hat's... Was denn jetzt? Oh, nochmal so einer. Okay, weg damit. So. Ups. Hallo? Ha!
Das wird nicht lange dauern. Es wird nicht lange dauern. Wo ist er jetzt? Irgendwo kommt er doch wieder raus. Da ist er doch. Nun werden wir sehen, was geschieht. Oh, wie viele Runden denn noch? Verdammt! Zurück mit dir! Ich mache es kurz. Ups. Okay, also heute liegt es mal nicht an mir. Bei mir ist gerade alles in Ordnung. Die Woche läuft alles wieder stabil bei mir. Jetzt können wir uns entspannen. Wo ist er denn? Da ist er doch. Ja, genau. Und wieder volles Leben. Aua. Könnten die Fähigkeit. Fenris, wie wär's mit hier irgendwas? Ach komm, willst du ewig leben hier oder was? Jetzt aber, komm. Hallo, Mädchen. Oh Mann. Ach Gott, das schaffst du. Mach es tot, Mädchen. Der Kopf lebt immer noch. Ganze Blut an den Schuhen, das ist ja eklig. Ich kann es nicht glauben. Wie konnte er das nur tun? So ist der Fluch, den ihr in euch tragt nun mal. So schwer das auch zu akzeptieren sein mag. Ihr? Was? Euer Bei mir Wahnsinn ist alles okay. Hat ihn dazu getrieben. Ich bin unschuldig diesmal. Ich werde nicht mit euch diskutieren, Magierin. Meine Aufgabe hier ist klar. Und ich bin nur eine weitere Abscheulichkeit, die vernichtet werden muss. Ja, mir ist bewusst, was als nächstes kommt. Also würde ich jetzt einen bösen Charakter spielen, dann würde ich ja jetzt sagen, erschlagt sie. Aber da wir ja mehr der lustige Charakter sind und gute Charakter, Finger weg von meiner Schwester. Geht weg von ihr, Meredith. Ich verstehe. Nun gut, wie ihr wünscht. Wir treffen uns im Hof, Champion. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob ich deine Hilfe verdient habe. Na ja, komm. Denkst du etwa, ich will dich auch noch verlieren? Ach, die Haare sind wieder in Ordnung. Die waren nur im Kampf weiß. So. Nee, wir lassen die Truppe aber so, wie sie ist. Ich glaube, das war auch die Truppe, die wir in den tiefen Wegen dabei hatten. Wir bleiben dabei. Sie hatten Pech, dass wir so gut sind. Halt. Osino starb der Missachtung. Ja. Holla, die Waldfee. So. Naja, Stufe 24 bis 25 geht's. Hätten wir jetzt noch die beiden DLCs gemacht und Gamlin, dann hätten wir auch 25 gehabt. Spielt aber keine Rolle mehr. Das ist ja auch völlig nutzlos. Na, dann ist ja gut. Du wirst doch jetzt nicht den letzten Kampf versemmeln wollen. Fenris, du bist ganz schön oft gestorben. Und du, Varric, auch. So, Evelyn.
lass mich bloß mit deinen Fähigkeiten in Ruhe. Und speichern. Dann wollen wir mal. Na, Templer, habt ihr was zu sagen? Nein, ihr steht nur so da. Da ist Sandel nochmal. Braucht man nicht mehr. Los geht's. Seht euch das nur an. Die Magie ist ein Geschwür im Herzen unseres Landes. Ebenso, wie sie es zu Andrastes Zeit war. Und wie sie haben wir keine andere Wahl, als es mit Feuer und Blut zu reinigen. Na, Kallen, du guckst schon so. Es ist vorbei. Ihr habt bekommen, was ihr wolltet. Es ist vorbei. Noch nicht ganz. Ich beginne mich zu fragen, wie groß euer Anteil... Ich bin kein Magier, ich bin ein Schurke. Ein Flüchtlingsmädchen kommt mit ihrer abtrünnigen Schwester in die Stadt und erwirbt sich beispiellose Macht und Einfluss? Hart gearbeitet dafür. Woher weiß ich, dass der mächtige Champion von Kirkwall für diese Stadt nicht eine noch größere Bedrohung ist als der Zirkel? Oh, shit. Ja. Blickt in den Spiegel, wenn ihr eine echte Gefahr für die Stadt sehen wollt. Das ist genau die Art von Irreführung, die ich von euch erwartet hatte. Die Bürger Kirkwalls werden euren Tod betrauern. Ah, ich werde ja. ihnen erzählen, dass ihr im Kampf gegen die Magier gefallen seid. Im Kampf für die gerechte Sache. Du bist ja nicht ganz dicht. Ich dachte, wir wollten den Champion festnehmen. Warum denn festnehmen? Für was denn? Ihr werdet das tun, was ich euch befehle, Cullen. Nein. Ich habe euch verteidigt, als Thrask anfing, von eurem Wahnsinn zu flüstern. Aber das hier geht zu weit. Ich dulde nicht, dass meine Befehle in Frage gestellt werden. Wir müssen unserem Weg treu bleiben. Bei Andrastes Hintern. Ja, Varric, du sagst es. Ihr erkennt es wieder, nicht wahr? Reines Lyrium, gefunden in den tiefen Wegen. Der Zwerg hat einen hohen Preis für seinen Fund gefordert. Oh, es hat ihn umgebracht. Der Götze hat letztendlich Bartrans Verstand vergiftet. Er war schwach, doch ich bin es nicht. Ihr alle, ich will ihren Tod. Genug. Das ist nicht, wofür der Orden steht. Kommandantin, trete zurück. Ich enthebe euch eures Amtes. Mein eigener Hauptmann ist dem Einfluss der Blutmagie zum Opfer gefallen. Die hat sie doch nicht alle. So wie ihr alle. Ihr seid schwach und gestattet es den Magiern, euren Verstand zu kontrollieren, damit ihr euch gegen mich wendet. Aber ich brauche nicht einen einzigen von euch. Ich werde diese Stadt auch allein beschützen. Mhm. Dann müsst ihr zuerst an mir vorbei. Närrischer Junge. Genau wie all die anderen. Sie hat den Verstand verloren. Genau wie Bartrand. Du sagst es, Varric. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Odin, sei friedlich jetzt. Was schreit sie denn? Aua! Ich war noch gar nicht bereit. Moment. Heiliger Bimbam. Wie unklug. Die hat feuerrote Augen. Das Lyrium ist voll in ihren Augen. Erbaue, deine Dienerin fleht, um die Stärke dieses Übel zu besiegen. Okay. Mhm. So würde ich jetzt auch gucken. Du bist ganz schön groß. Wo ist es denn, das Ding? Hallo? So, jetzt. Nein, 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 nein. Nicht mit deinem Messerchen hier. Stirb! Zum Erbauer mit dir! In die Leere mit euch! Gar nicht schlecht. Ich glaube, ich habe da etwas Blut. Aha.
Wer steht da hinten? Da steht unsere Schwester. Ach, sie schon wieder. Du bist erledigt. Hoppala. Isabella, pass auf dich auf. Wo läufst du denn hin? Entschuldigung. Jetzt können wir uns entspannen. Wir haben keine Zeit, uns zu entspannen. Okay, da kommt er. Kann da mal einer aufräumen? So. Das reicht jetzt. Kleine Gemüse hier. Bin ja gleich fertig, Masterchen. Aua. Ey, man sieht die hier gar nicht vor lauter. Ey, das ist ein Gewusel hier. Sebastian, kommst du klar? Fenris, kämpfen! Nicht dastehen und sich verhauen lassen. Was machst du denn hier in der Ecke? Fenris, geht's dir nicht gut? Bewegt sich nicht. Warum bewegst du dich denn nicht? Mach mal hier, hau mal auf irgendwas drauf. Ladehemmung hier. Ich sehe überhaupt nichts. So, du auch mal. Würdest du bitte, hallo? Der nächste Zug. Beric, du auch vielleicht irgendwie was trinken? Irgendjemand muss mich retten. Ja, ich bin doch schon dabei. Muss ich mich hier um alles alleine kümmern? Ach so, keine Fähigkeiten. Aua! Es reicht nicht aus, dass sie Unschuldigen Leid zufügen. Oh nein, dazu kommt auch noch die Erniedrigung. Die Magier verschonen? Ihnen die Freiheit geben? Mhm. Sie würden doch nur alles vernichten, was uns lieb und teuer ist. Nein, nein, das darf nicht geschehen. Ich werde es verhindern. Hört ihr mich, Champion? Ich werde euch besiegen. Ja, ja, du bist nicht ganz dicht in der Waffe. So. Hopp. So. Einer weniger, der uns Probleme macht. So. Heide, bumm. Ich werde nicht unterliegen. Herr Bauer, hilf deine demütigen Dienerin. Tja, auch nicht stark genug für das rote Lyrium, Madame. Sie sieht etwas verändert aus, oder? Beste Szene ever, wie die Templer auf die Knie fallen. So gehört sich das.
Über das Massaker wurde überall berichtet. Der Name des Champions wurde für alle Magier zum Schlachtruf, eine Erinnerung an ihre grausame Unterdrückung. Sie hatte nicht nur gezeigt, wozu die Templer bereit waren, sondern auch, dass sie besiegt werden können. Der Zirkel erhob sich und steckte die Welt in Brand. Hier zu Hause fiel die gesamte Stadt auf die Knie und flehte den Champion an, sie zu regieren. Und wir anderen? Letztlich haben wir alle aus unterschiedlichen Gründen den Champion verlassen. Nun, wir alle außer Isabella. So ist das die richtig. Die Geschichten hört man natürlich weiterhin. Und sie werden immer gewaltiger, auch wenn ihr Kern die Wahrheit bleibt. Eine neue Legende war geboren. Und das war's. Das ist die ganze Geschichte. Dann hat sich Meredith also gegen den Champion gewandt. Sie trug die Schuld. Oder dieser verdammte Götze. Oder Anders. Sucht euch etwas aus. Und dennoch, wäre der Champion nicht dort gewesen? Dann würde Meredith noch immer über die Stadt herrschen, schätze ich. Aber der Champion ist nicht mehr in Kirkwall. Mhm. Das habe ich gehört. Ist es nicht seltsam, wie schnell das Schicksal sich wendet? Hey! Ich verstehe. Und wie hilft euch dieses Wissen jetzt? Ihr habt bereits alle Zirkel verloren. Und haben nicht auch die Templer rebelliert? Ich dachte, ihr hättet entschieden, die Kirche zu verlassen, um die Magier zu jagen. Nicht alle von uns wünschen sich Krieg, Varric. Bitte, wenn ihr wisst, wo der Champion ist, dann müsst ihr es mir sagen. Sie ist eine Heldin. Eine Frau, die die Templer respektieren. Jemand, der von Beginn an dabei war. Der Champion könnte diesen Wahnsinn aufhalten, bevor es zu spät ist. Sie ist möglicherweise die Einzige, die es kann. Ist es das, worum es hier geht? Wenn das so ist, wünschte ich, ich könnte euch helfen. Mhm. Dann verrate mir nur eines. Ist der Champion tot? Ja, sicher nicht. Oh, das bezweifle ich. Die schippert irgendwo mit Isabella auf der Dann steht es auf euch der frei zu gehen, Varric. Möge der Erbauer in den dunklen Zeiten, die vor uns liegen, über euch wachen. Das wünsche ich euch auch, Sucherin. Lebt wohl. Und? Habt ihr... Sie ist fort. Genau wie der Wächter. Das ist kein Zufall. Also, bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan oder suchen wir weiter? Es liegt jetzt in den Händen des Erbauers. Wir müssen auf ihn vertrauen. Na, dann sind wir verloren, wenn wir auf den vertrauen, oder? Warum hat Liliana die Rüstung der Sucher an? So, ich drück das mal weg. Nicht, dass mir Twitch hier die Musik von BioWare wegnimmt. So, meine Lieben. Was zockst du, Masterchen? Fallout? Könnten wir ja einen kleinen Überfall starten. Gucken, ob du deine Konsole schon anhast. Mal schauen hier. Ob du schon am Start bist. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Nee, ich sehe noch nicht, dass du online bist. Mach mal an deine Kiste. Du bist noch nicht am Start. Los, leg los. Das macht einen kleinen Überfall zu dir. Wenn du denn da bist.
Morgen fangen wir dann mit Mass Effect 2 an. Um 14 Uhr wie gewohnt und dann bis 17 Uhr. Weil da fangen wir jetzt nicht mehr mit an. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Chaosmäßig geht's morgen weiter. Dann richtig. Masterchen, gib Gas jetzt. Komm. Dann verabschiede ich mich schon mal. Danke fürs dabei sein. Wünsche euch einen schönen Nachmittag noch. Und vielleicht dann beim nächsten Mal wieder. Lukas, hab einen schönen Nachmittag. Danke, dass du da bist. Ah, Masterchen ist online gegangen. Dann können wir ja das hier starten. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie das immer funktioniert. Ich verabschiede mich schon mal. Und dann schauen wir bei Masterchen rein. Bye, bye.